So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Eigentlich wollte ich es Mittwoch hochladen, weil Raid am Mittwoch kommen soll, aber da kam ja die News für den nächsten Community Day, also habe ich es trotzdem am Mittwoch aufgenommen, bringe euch das jetzt aber am Donnerstag, weil Donnerstag bin ich eh nicht zu Hause, bin ich unterwegs, Thomas wollte kommen, Genaya wollte kommen, wir wollten mit Pupsi, Jonas, Marina Hesberg zur Mutter zum Grillen, kleinen Männertags-Vlog vielleicht drehen? Mal gucken, Hauptsache essen, nicht bewegen, immer nur essen, das ist das Wichtigste im Leben. Jetzt aber die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Timo, Schocker des Jahrhunderts, schreibt er hier. Meine Oma ist anscheinend mit Mitte 90 auch noch Pokémon-Fan. Sieht auf jeden Fall genial aus. Signal ab 6+. Vielleicht hat sie es auch mitgebracht, falls der Timo mal zu Besuch ist, dass er sich das Pikachu in die Fresse schmieren kann. Dafür ist es vielleicht da. Milder Minzgeschmack, mild Mint. Oder sie hat früher gern Pfeffi getrunken und jetzt auch. Beziehungsweise wenn sie jetzt Pfeffi trinkt, sagt sie, ich habe kein Pfeffi getrunken, ich habe mit der Pokémon-Zahnpasta Zähne geputzt, versteht ihr, damit das nicht so auffällt. So, dann bin ich Glücksfreund geworden mit 007 Flex 23. Kaiser Kai hat mir das Go-Kampf-Wochenende-Ticket geschenkt. Danke dafür. Karisima ist Glücksfreund geworden. Dann haben wir getauscht und sind durch den Tausch wieder Glücksfreund geworden. Das war auch richtig cool, denn das war abends 21.25 Uhr und 13.47 Uhr, als wir getauscht haben, am nächsten Tag wieder Glücksfreund geworden. Baumlieber auch Glücksfreunde geworden und dann sind wir schon fast alles abgearbeitet. Heute wird es nämlich eine kurze Sendung. Lenzhardt am Main gerade so verpasst, dann im nächsten am Kleinen das 100er. Sehr cool, jetzt hat er wieder mehr als der Main. Registil 100% 13,98. Noch vom Quest Day Shiny P mitgenommen in Hagen. Nicht mitbekommen, 100er Macholo. Das aber schon mitbekommen, 100er Sneebel in der Hisui-Variante. Quapsel auch noch hier, 100% fresh. Kaiser Kai, die gab es alle bei Cutter, 100% Panflam, aber erlöst. Shiny Stalos, Shiny Krypto Suicune, Shiny Vipitis, da muss man erstmal groß machen. Alle mit dem Go Plus. Plus gefangen, alle bei Kaiser Kai. Shiny Rotomurf, Macholo Shiny, Quapsel Shiny. Was haben wir hier? GBL hat mal wieder gegönnt. Der Kaiser Kai ist auch einer, der viel kämpft in der GBL. Da gibt es ja auch Legendäre. Und ihr könnt die natürlich, wenn ihr die nicht raiden wollt, aus der GBL-Belohnung auch in Shiny bekommen. Oder eben als 100er. Er hat ja auch einen Shiny Kabogime mitgenommen. Seht ihr, ist nicht ein Raid, ist normal Belohnung. Deswegen kann er das mit dem Superball fahren. Roselinchen, auch hier, es ist so winzig. Passt das dahin? Ja klar, wenn es das winzigste ist, ist es das winzigste. Kabukime, Shiny, mitgenommen. 100% Menki, Glücks, Linus, Sandan, Würzburg, der Bratwurststander Marktplatz, Vipidis, Shiny mitgenommen, Reislaus, Shiny, Makuhita, Shiny, Ditto, Shiny, Krabi, Shiny, Vipidis, 100, Diotesto, 100, Relaxo, 100, Flunschlick, 100, Menki, 100, Nocturne, Shiny, Iotesto, Shiny. Sieht richtig genial aus, oder? Also dieses leicht zarte. Nochmal Iotesto, 100. Oder war es dasselbe? Ich blätter jetzt nicht zurück. Ihr könnt das ja machen. Mac, Maggie, Tuska, Shiny, Krypto. Habe ich eins verschickt die Tage, weil Krypto-Shinies kannst du ja eh nicht tauschen. Ich Shinies, ich bin der Ramses, bei mir schillert nichts mehr, das ist vorbei. Er hat sein Shaman, MacMackie hat sein Shaman wohl verändert in der Form, dass ihr hier die Zenitform seht. Ist das die Zenitform? Es gibt die Landform und die Zenitform, glaube ich. Das ist vielleicht die Zenitform, weil das Landmeerschweinchen ist halt das Landei. Grüße gehen raus an Stefan. So, MacMackie weiter hier. Shiny Kabukime, Shiny Nocturne, Shiny Kikli aber bei Genaya, Shiny Voltoball, Genaya, Netghost. Seit langem mal wieder ein Shiny ausgebrütet in Berlin, aus Berlin, mit Berlin dran. So, Shiny Pichu, Sören, direkt der erste Raid nach seiner Rückkehr und dann gleich so ein Brocken. Könnt ihr zum 100er erlösen, wenn er keinen hat, weil
Macht man damit was als Krypto? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich hätte es weggeschmissen. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Sören am Kühlschrank sieht aus wie ein Relaxer. Was steht denn da drin? Schuhcreme im Kühlschrank. Also Sour Cream. Das finde ich richtig fett. Blood and Tears. Shiny. Flunschlick. Schlurp. Vulcano. Teddy Ursa. Krypto. Paradonis. Flampion. Sengo. Tuska. Krypto. Aber alles shiny. Grillmark. Flunkiefer, Shiny, epische Flunkieferjagd, damals, dann, Perlu, Shiny, Chanera, Rosana, Dedenne, da freut sich wieder die Shenaya, Kabukime, Suicune, Krypto, Shiny, dann 98er Krypto, Suicune, 96er Shiny, Skalyk, 100% Flecknoil, was für ein Mist. Und hier nochmal 100er Menki, 100er Utesto, 100% Kabukime. Aus dem Raid mit Ramses, 100er Vipitis, Shiny Ditto, 100% Zobiris. Danke nochmals für mein Highlight der Woche, das 100er Kime, gehöre noch immer zur Ich will den 100er KP-Wert nicht wissen Fraktion und hatte dementsprechend in dem Moment keine Ahnung, was ich da vor der Nase hatte. Beim Bewerten dann umso lustiger, wenn man dann plötzlich sieht, ach, ein Hando, nimm mal gerne mit. Benjamin, Krypto Capoeira im Solo ohne Edelsteine benutzen besiegt. Boss hatte Zertrümmerer, Nahkampf, Psycho hatte Wetterboost und es sind 49 Sekunden übrig. Beim Spaziergang letztens hat Bubsi auch ein Krypto Capoeira versucht, hat es aber nicht geschafft. Dann hier nochmal Aquaknarre Eisstrahl im Duo geschafft. Bei Kabukime aber, also Aquaknarre Eisstrahl, hat der Boss 39 Sekunden Restzeit. Dann mit Eiskraftreserve und Eisstrahl im Duo 29 Sekunden Restzeit. Für die Leute, die gerne Duos oder Solos probieren. Cumulus, Shiny Quapsel, 100% Glücks, Onyx aus dem normalen Tausch, Kabukime, Shiny, Sonnenfell. Geht die Sonne unter, wirkt so kräftiger, genau. Sieht doch super aus, der hat ja die gleiche Umgebung wie bei mir, uns hier. Überhaupt, überall Blocks. Sonnenfell mit 666, Shiny mitgenommen. Der eine Kurde aus Hamburg noch 100% Lucario, Hamburg, fertig. Das waren die Highlights der Woche, jetzt noch der Schocker der Woche. Ich habe doch gesagt, kurze Sendung. Eigentlich ist das Schocker der Woche, weil das ist fett, das kriegt doch mal eine Mega-Entwicklung, aber so fett ist es auch nicht. Eigentlich ist es ganz sportlich. So, und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern ich möchte euch mal ein Video zeigen vom Silvio. Der entwickelt hier ein Paras kostenlos. Also es kostet ja kein Geld, aber es kostet auch keine Bonbons bei ihm. Beziehungsweise, er kriegt das eine Bonbon beim Entwickeln, was man ja kriegt beim Entwickeln. Es werden aber nicht die benötigten Bonbons für die Entwicklung abgezogen. Er hat 227 Bonbons, entwickelt sein Paras und hat am Ende 228 Bonbons. Also die 50 für die Entwicklung hat es nicht abgezogen. Das eine für die Entwicklung hat es aber dazugegeben. Seht ihr? 227. Er entwickelt es und am Ende habt ihr ja gesehen, 228. Das, keine Ahnung, er hat es bei verschiedenen Pokémon gehabt. Das ging aber dann nicht mehr, dann ging es nur noch bei manchen. Jetzt geht es wahrscheinlich bei gar keinem. Das war ein Bug, den gab es die Tage mal. Habt ihr den bemerkt? Habt ihr das gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. 227, du entwickelst, hast 228. Du konntest jedes Paras, was du gesehen hast, entwickeln. Dann hast du immer ein Bonbon mehr gehabt und hast die EP mitgenommen. Aber der richtige Schocker der Woche ist eigentlich das hier vom Prinz. Das hat er mir zwar nicht geschickt, das habe ich aber in WhatsApp gesehen in unserer Kack-Gruppe und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das trotzdem mal mit rein. Immer wieder Prinzessin, ich muss die Accounts tauschen, Venikro 100% Glücks. Also eigentlich ist Silvio der Schocker der Woche, weil der hat das eingereicht, der hat das geschickt, der hat das gezeigt. Das ist nicht eingereicht, aber das möchte ich euch zeigen, weil ich kenne niemanden, der ein 100% Venikro hat. Gab es ja nur aus der Forschung einmalig. Gut, dann gab es das zweimalig plötzlich aus der Forschung, aber 100% Venikro in der Sammlung ist auf jeden Fall selten, ist auf jeden Fall brutal. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.